Im Rückrundenspiel der Top-12-Runde gewann der Pokalsieger gegen Meister Berlin Recycling Volleys und Ex-Trainer Stelian Mokulescu 3:0, 25:19, 25:23, 25:22. Damit feierte Friedrichshafen wettbewerbsübergreifend den 34. Sieg in Serie und den 3. Triumph über Hauptstädter innerhalb von 8 Tagen. Neben dem 3:2 im Hinspiel der Königsklasse vergangenen Mittwoch hatte der Hauptrundensieger der Bundesliga-zweitplatzierten Berliner auch am Sonntag in der Liga besiegt. Dagegen konnte auch der 67-jährige Mokulescu nichts ausrichten, der Friedrichshafen in 19 Jahren zu 27 Titeln geführt hatte und Berliner seit Februar trainiert. Vor seinem Amtsantritt unterlag Mannschaft dem Rivalen vom Bodensee in der Saison schon in der Bundesliga-Hinrunde und im Supercup. In der Runde der letzten 6, in der Teilnehmer das Final vor 12. 13. Mai ermittelt werden, trifft Friedrichshafen auf den polnischen Meister 6er Kędzierzyn Koźle. Gastgeber Zenit Kasan ist automatisch qualifiziert.